Wir treffen uns mit Steve vom Crazy Horse. Die gute Nachricht ist, er wird uns helfen. Die schlechte, dass Eddie die zwei Riesen zurückhaben will. Scheiße! Glaubst du, wir können aus den Typen zwei Riesen rausprügeln? Keine Ahnung. Mal sehen, was Steve so im Schilde führt. Der macht das nicht aus reiner Gefälligkeit. Komm jetzt. Eddie war am Telefon stinksauer. Und wie? Ich bin gerade auch stinksauer. Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügle ich ihnen Scheiße im Wert von 2000 Dollar aus dem Arsch. Ich bin dabei. Aber warum arbeitet Steve für Eddie? Er arbeitet für Derek und Derek ist einer von Vincis Bossen. Woher soll ich das wissen? Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Hey, Steve. Hey. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm drei Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Na damit. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Das macht Spaß! Molotow-Cocktails im Kofferraum. Hol sie und schmeiß sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Wird Ihnen die Lehre sein? Ja! Ja! Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Steigt ein, Jungs. Wir treffen euch zwei am Haupttor. Bis gleich. Was habt ihr hier zu suchen? Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mach ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig. Vorsicht, da hat... Gib mir Deckung, Vito.
Okay, Showtime, Vito. Nicht so zittern. Gut, Vito, los jetzt. Die du nächste Kugel ist für dich. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Los, versuch's von hinten. Na, oh, gut gemacht. Du bist tot. Scheiße, Asma. Mehr kannst du nicht. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Bin stolz auf mich. Gleich ist es mit dir vorbei. Los, Vito, los geht's. Los, ich geb dir Deckung, Vito. Gib mir Deckung. Alles klar? Wir kriegen ihn. Schleich dich von hinten. Mist. Noch ein Treffer und er ist tot. Hast du Schiss, Arschloch? Schreib dir Karte aus dem Jenseits. Weiter so, Vito. Versuch's nur, Schwanzgesicht. Komm raus jetzt aus deinem Rattenloch. Ihr sitzt in der Falle, kreist die Wand von ein. Los, Vito. Wieder mal einer abgekratzt. Friss Blei! Feuerschutz, na, jetzt hab ich dich! Okay, Showtime, Vito. Gib mir Deckung. Gib mir Deckung. Los. Bleib gefälligst am Leben, bis der Kampf vorbei ist. Gut, Vito, los jetzt. Du bist mausetot. Lass mir noch was übrig, Arschloch. Pass drauf! Dein Arsch gehört mir! Bist du okay? Ja, ist nicht wild. Was zum Lutschen, Wichser! Die nächste Kugel ist für dich! Zack, zack!
Hast du Schiss, Arschloch? Gib mir Deckung, Vito. Los, Vito, los geht's. Los, ich geb dir Deckung, Vito. Mann, du schießt ja beschissen. Gib dir Deckung, Arschloch. Oh, guter Schuss. Schon du mehr bist dazu. Tot! Schleich dich von hinten. Mist! Du hast dich erwischt. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Es ist vorbei. Ich bin der Beste. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Scheiße, bin ich gut. Gib acht, Vito. Verflucht, du sollst mir Deckung geben. Komm raus aus deinem Rattenloch. Gib dir Deckung. Er hat mich erwischt. Hast du das beim Militär gelernt? Die Karte aus dem Jenseits. Jetzt ist er fällig. Krieg ihn schon Blei. Nimm das Arschloch. Gleich ist das zu Ende, du verrückter Scheißkerl! Bin wieder da! Du schießt wie meine Schwester! Los, Vito! Los, Vito! Lass mir noch was übrig, Arschloch! Gib mir Deckung! Du schießt wie meine Schwester! Yeah, Baby! Noch ein Treffer und er ist tot! Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Na! Mach schon, leg ihn um!
Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen, uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieß mir einen hinter die Binde. Na dann, viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Scheiße, wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette, für den hier rückt Derek mindestens einen Riesen raus. Okay, bring das Baby zu Derek. Treffen wir uns im Kampf. Klingt gut. Bis dann in der Bar.
Und? Hier, das Geld. Da bin ich aber erleichtert. Diese verdammten Halbstarken. Jetzt wissen Sie, wie der Hase läuft. Gute Arbeit, Jungs. Euer Anteil. Danke, Eddie. Brauchst du uns noch oder war's das für heute? Ich hätte noch was zu erledigen. Geht ruhig. Heute liegt nichts mehr an. Ich melde mich, wenn ich euch brauche. Hallo? Vito, wir haben hier ein Problem. Schnapp dir eine Knarre, wir treffen uns in der Bar und sieh zu, dass du einen anständigen, fahrbaren Untersatz dabei hast. In Ordnung, bin gleich da. Das war's dann mit meinem Sonntag.